Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Max. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Detektiv Conan Video und heute möchte ich mit euch über eins der wohl spannendsten und wichtigsten Ereignisse jüngerer Vergangenheit sprechen, welches auch hinsichtlich des Finales von Detektiv Conan sehr wichtig werden wird. Es handelt sich hierbei nämlich um die Konfrontation zweier Charaktere, die sich seit Jahren angebahnt hat und ganz ehrlich, das Ganze hätte auch nicht epischer sein können. Die Konfrontation von Shuichi Akai und Amuro im Haus der Kodors war wohl eins der größten Highlights, die wir jemals in Detective Conan hatten und markiert dabei auch den Höhepunkt der Fehde zwischen eben Bourbon und eben Shuichi Akai, welche eben durch den Tod von Scotch natürlich damals gestartet ist. Beide, die vom Schicksal aneinander gebunden sind, richten die Waffen auf sich, doch bevor sie den Abzug betätigen können, geht das Licht an und Yusaku und Yukiko Kodor stehen im Raum und es kommt zu der großen Einladung zur Teeparty, denn Yukiko fragt Bourbon, der gerade noch kurz davor war, Shuichi Akai zu erschießen, ob er seinen Tee lieber mit Zitrone oder mit Milch trinken möchte. Das war wohl einer der größten Cliffhanger, die wir so jemals in Detective Conan hatten, denn bis heute wissen wir nicht genau, was damals wirklich besprochen worden ist. Wir wissen natürlich nur, dass da auf jeden Fall sehr wichtige Sachen besprochen worden sind. Sicher sein können wir uns dabei auf jeden Fall, dass die Thematik zwischen Bourbon und Shuichi Akai auf jeden Fall Thema des ganzen Gespräches war, denn so wie sich gerade auch Amuro danach verhalten hat, kommt es mir nicht so vor, dass er jetzt immer noch so einen Hasskick auf Shuichi schiebt. Allerdings wissen wir natürlich nicht, ob das Ganze jetzt eine Waffenruhe ist oder ob das Thema wirklich nun aus der Welt geschaffen worden ist. Was wir uns allerdings hier festhalten können, ist nun mal der Punkt, dass wir jetzt gefühlt eine Allianz auf jeden Fall mit Bourbon haben. Ein weiterer Punkt, der auf jeden Fall auch sehr wahrscheinlich ist, ist natürlich auch der Grund für Amuros Einbruch eben ins Haus der Kodors. Er sollte ja Informationen bezüglich Shinichi Kodor beschaffen, denn Rum höchstpersönlich hat ihm ja diesen Auftrag gegeben und hier muss es in irgendeiner Art und Weise zu einer Koordinierung des Berichtes bezüglich Shinichi Kodor gekommen sein, also zu dem, was nun Amuro eben Rum berichten soll über Shinichi Kodor, denn die werden sich das irgendwie so zurechtgelegt haben, die Informationen auch so zurechtgelegt haben, dass das auf jeden Fall eine gute Position ausmacht für die Kodors, für Shinichi persönlich. Was jetzt aber hier natürlich dann genau besprochen worden ist, was der genaue Inhalt war, bleibt auf jeden Fall weiterhin im Dunkeln, genauso wie eben die Teeparty selber, die in der Handlung bis Kapitel 1069 nicht mehr erwähnt wurde, doch eben in Kapitel 1069 wurde sie wieder erwähnt, denn Conan erinnert sich in diesem Kapitel an das Gespräch zwischen Yusaku und Shuichi aus der Nacht des Rum-Reveals. Yusaku spricht hier nämlich von einer ausstehenden Antwort im Kontext der Teeparty und hier wird es sehr, sehr interessant, denn wir können jetzt entweder davon ausgehen, dass er hiermit die ausstehende Antwort von Bourbon an Yusaku und Shuichi selber meint, eben bezüglich Rum, was er zum koordinierten Bericht über Shinichi zu sagen hat. Was allerdings auch gemeint sein könnte, ist eben die ausstehende Antwort von Rum selber auf eben das, was die im Haus koordiniert haben, bezüglich des Auftrages rund um Shinichi, also die Antwort von Rum auf das, was sie da besprochen haben. Bedeutet, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten und hierbei finde ich gerade die zweite Möglichkeit, also die ausstehende Antwort von Rum persönlich, sehr, sehr spannend, gerade im Kontext dessen, dass Rum ja einen Auftrag an Wermut gegeben hat, in Fall 304 eben Informationen zu beschaffen bzw. die Absichten von Yusaku Kudor aufzudecken. Und hier frage ich mich jetzt persönlich, wieso es jetzt zu einer Abweichung von Rum kam? Wieso hat er nicht Bourbon den Auftrag gegeben, bezüglich Yusaku Kudor zu ermitteln, wenn er ja schon mit dem Sohn quasi beschäftigt ist, beziehungsweise auch schon am Sohn ermittelt? Da macht das ja Sinn, dass er sich auch um Yusaku kümmert, aber nein, Rum hat sich anders entschieden. Rum wollte, dass Wermut sich darum kümmert. Was jetzt für mich persönlich eben die Frage aufwirft, ob er eben ein Misstrauen in Bourbon hatte und viele von euch wissen, ich gehe davon sehr, sehr stark aus, habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, weil es für mich persönlich sehr, sehr viele Punkte gibt, die eben dafür sprechen, dass Rum Bourbon misstraut. Da hätten wir zum einen mal die Warnung von Wermut an Bourbon aus Kapitel 898, das erste Kapitel, wo Rum erwähnt worden ist. Hier hat Wermut ja Bourbon gewarnt, dass er aufpassen soll, dass er jetzt nicht mehr einfach das tun soll, was er will, weil die schwarze Organisation jetzt gezielter gegen Ratten vorgehen will und hier soll Bourbon eben aufpassen und diese Warnung ist eben auch nicht unbegründet. Des Weiteren wissen wir, dass Rums aktuelles Ziel Kogoromori ist, eben wegen des Hotagaito Cases, wo ja eine Verbindung zwischen ihm quasi zum Kohoji an jeder Fall entstanden ist. Das Ganze war damals in Kapitel 953, aber aktiv ist Rum ja schon seit Kapitel 898, bedeutet, wir haben ja so eine Gap von ein paar Chaptern, bedeutet, es muss einen vorherigen Grund für Rum gegeben haben, einen Grund, weshalb er vorher aktiv geworden ist und dieser Grund könnte eben vielleicht auch Bourbon sein, doch zu diesem Punkt alleine, das wäre jetzt zu viel, das Ganze aufzuklappen, habe ich ein eigenes Video gemacht, findet ihr jetzt oben im i oder unten in der Beschreibung, falls es euch eben interessieren sollte. Doch jetzt kommen wir sowieso zum wichtigsten Punkt des Videos, zum zentral wichtigen Punkt, nämlich der Nagano-Zug-Szene. In diesem Fall ist es ja so, dass Amuro war
Wakita, Kogoro und Konnen gemeinsam mit dem Zug nach Nagano fahren und um sich die Wartezeit eben dort ein bisschen zu erleichtern, fangen sie an ein wenig Karten zu spielen. Und hier ist es dann so, dass der werte Kogoro natürlich mal wieder das Glück seines Lebens hat und quasi jedes Spiel gewinnt, was Amuro auch vermerkt, denn Amuro spricht eben davon, dass Kogoro wohl wirklich die Augen eines Detektiven hat, woraufhin dann eben Kogoro antwortet, dass er einfach immer sagen kann, welche die Verliererkarte ist, die er nicht ziehen sollte, wobei dann Amuro wieder erwidert, ob es nicht besser wäre, wenn er einfach wüsste, welche die Gewinnerkarte ist und er eben dann diese ziehen sollte. Doch in dem Moment wird Amuro unterbrochen vom Mann der Männer von Wakita, von Rum höchstpersönlich, der eben Amuros Aussage verneint, ihn anschaut und sagt, er hätte auch gerne die Augen, die die Verliererkarte identifizieren, damit er sagen könnte, wer der Traitor ist, der versucht, ihn abzuziehen. Und hier führt er dann fort, wie wenn ein Händler versucht, mich mit einem alten Fisch zu einem hohen Preis abzuziehen. Und diese Aussage mit diesem Key-Panel ist extrem spannend. Diese ganze Aussage von Wakita ist unfassbar wichtig, unfassbar spannend, meiner Meinung nach zumindest, beziehungsweise meiner Theorie nach. Denn er sagt ja hier im übertragenen Sinne, er würde gerne die Verliererkarte, also Bourbon, identifizieren, um so den Traitor zu überführen. Derjenige, der versucht, ihm einen alten Fisch oder vielleicht hat er eben auch Shinichi Kodo, beziehungsweise diesen koordinierten Bericht bezüglich Shinichi Kodo zu einem hohen Preis anzudrehen. Wenn wir diese Aussage so nehmen, beziehungsweise so interpretieren, dann könnte es ja wirklich sein, dass Rum das, was sie damals im Haus der Kodors besprochen haben, dieses abgekaterte Spiel, dass er das durchschaut hat und dass wir aufgrund dessen auch eine ausstehende Antwort bezüglich der Teeparty haben, die an Kapitel 1069 erwähnt worden ist, dass Rum noch nicht darauf geantwortet hat, weil er eben ganz genau gemerkt hat, dass das Ganze nicht stimmt, dass da irgendwas falsch ist. Und das wäre sehr krass, denn das würde Rum in eine unfassbare Vorteilsposition bringen, beziehungsweise wäre Rum auf jeden Fall einige Schritte voraus und das könnte sehr, sehr interessant werden, natürlich gerade im finalen Clash des Rum-Arcs, im großen Big Move, der hoffentlich irgendwann kommen wird. Und Leute, hier bleibt mir jetzt nur noch zu fragen, was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Wieso gibt es noch keine Antwort zur Teeparty? Ist das die ausstehende Antwort von Bourbon eben an das Team Yusaku Shuichi oder ist es tatsächlich, wie ich es hier eben annehme, die ausstehende Antwort von Rum auf das, was sie damals da geplant haben, auf das, was sie besprochen haben? Denn diese Möglichkeit wird meiner Meinung nach eben durch diese Aussagen von Wakita unterstrichen, wird dadurch noch deutlicher und die Gefahr, die dann davon ausstrahlt, Leute, die ist unfassbar krass. Deswegen schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie seht ihr die ganzen Dinge? Bewertet das Video, vergesst auf jeden Fall nicht Feedback dazulassen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.